Irgendjemand hat Brennholz gespendet. Jetzt tobt der Kampf um jedes einzelne Scheit. Es ist kalt in Anatolien und die Flüchtlinge frieren. Jedes Feuer, jede Möglichkeit, sich zu wärmen, kann Leben retten. Schauen Sie sich das an. Was ich hier ergattert habe, muss für 4 Familien reichen. Aber dennoch, wir sind dankbar. Der Weg ins nächste Lager. Die Türkei bemüht sich, nur alle Flüchtlinge können nicht ausreichend versorgt werden. Eines der Lager, die die Regierung gerne zeigt. Über 250.000 Flüchtlinge leben in Containerstädten oder Zeltlagern entlang der türkisch-syrischen Grenze. Schätzte 2 Millionen vollkommen ungeschützt auf der Straße. Wir würden gerne nach Deutschland. Es geht uns nicht schlecht hier im Lager, aber mein Sohn wird größer werden und er soll eine Chance haben. Alle Syrer hier würden gerne nach Deutschland gehen. Schulunterricht. Die Türkei soll den Flüchtlingsstrom eindämmen. 3 Milliarden Euro hat Brüssel dafür in Aussicht gestellt, die vor allem den Menschen in den Lagern zugutekommen sollen. Die Türkei hat angefangen, die Forderungen Brüssels umzusetzen. Beschlagnahmt Schlauchboote, die kaum seetüchtig sind, konfisziert gefälschte Rettungswesten, die sich im Wasser vollsaugen, und geht gegen kriminelle Schlepperbanden vor. Viel Geld wird verdient mit der Not der Flüchtlinge. In den Nachrichten sagen sie, dass wir Syrer jetzt in der Türkei ganz legal arbeiten dürfen. Ganz ehrlich, bislang habe ich noch keinen gesehen. Omar, ihr Sohn, arbeitet schon seit Längerem in diesem Restaurant, bislang illegal. Vor genau einer Woche hat die türkische Regierung beschlossen, dass Flüchtlinge aus Syrien das Recht haben zu arbeiten. Auch das eine Forderung Brüssels, die dazu führen soll, dass die Syrer bleiben und nicht weiter nach Deutschland drängen. Jetzt habe ich zumindest eine Perspektive und hoffe auf ein festes Einkommen, von dem ich wenigstens die Miete für ein Zimmer zahlen kann. Experten sind skeptisch, ob der türkische Arbeitsmarkt Chancen für zigtausende Flüchtlinge bieten kann. Schon spricht Ankara davon, die Zahl syrischer Arbeitnehmer auch wieder zu begrenzen. Völlig egal, was Berlin und Ankara beschließen, sie werden den Flüchtlingsstrom nicht stoppen können. Selbst Mauern und Zäune werden nicht verhindern können, dass diese verzweifelten Menschen ihren Weg finden. Das Meer zwischen der Türkei und Griechenland gestern Nachmittag. Wieder wird ein Boot mit Flüchtlingen in Seenot gerettet. Andere schaffen den Weg über das raue Meer. Allein in den ersten Wochen dieses Jahres gelangten über 35.000 Menschen nach Griechenland. Sobald der Frühling kommt, werden all die aufbrechen, die sich jetzt noch auf türkischer Seite durchschlagen. Sie zu stoppen, eine schier unlösbare Aufgabe für Ankara. Stimmt das? Ist das wirklich eine unlösbare Aufgabe für Ankara? In Berlin hofft man jedenfalls, dass die Türkei doch noch Mittel und Wege findet, um den Flüchtlingsstrom nach Europa zu stoppen. Heute sind schon wieder 40 Menschen in der Ägäis ertrunken. Bei den deutsch-türkischen Regierungskonsultationen in Berlin wollte Angela Merkel mit ihrem türkischen Kollegen, Ministerpräsident Davutoğlu, vor allem über einen Aktionsplan reden. Der verspricht den Türken ja 3 Milliarden Euro im Gegenzug für bessere Grenzsicherung. Nachfrage bei Wolf Schmiese in Berlin, der diese Konsultationen beobachtet hat. Ja, hat denn die Kanzlerin heute konkrete Zusagen von türkischer Seite bekommen? Es klingt nicht so, Andreas, dass es ganz konkrete Zusagen gab. Man hat sich auf ein intensives Arbeitsprogramm geeinigt und hat das auch zeitlich terminiert. Das heißt, man will bis zum nächsten EU-Gipfel am 18. Februar erstmal sich darum bemühen, dass die Wünsche, die Deutschland schon geäußert hat, auch umgesetzt werden. Das heißt, die Türkei soll auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Flüchtlinge aus Syrien bestenfalls aufgehalten werden im Land, wenn sie denn Flüchtlinge sind, auch arbeiten können und vernünftig behandelt werden. Zur Minute redet gerade der türkische Ministerpräsident. Aber das, was wir eben, sie hat davor gesprochen, von Frau Merkel gehört haben, klang so, dass man die Zusammenarbeit intensivieren will, dass man aber noch ein paar Wochen braucht. Nun hatte ja vor den Gesprächen heute der Ministerpräsident Davutoğlu schon eine erste Duftmarke gesetzt und gesagt, die zugesagten 3 Milliarden Euro, die seien bestenfalls ein Anfang, eher eine Art symbolischer Betrag. Welche weiteren Zugeständnisse wird Berlin da machen müssen, um die Türkei als Partner in der Flüchtlingskrise zu gewinnen?
Berlin hat diese 3 Milliarden schon mal zugesichert. Das sind ja EU-Euro, nicht nur deutsche. Das war insofern schon kühn, weil man braucht die europäischen Partner. Die Türken wollen mehr Geld. Sie sagen, wir haben schon 10 Milliarden für die Flüchtlinge ausgegeben und das meiste Geld davon geht auch rein. Sie wollen vor allem Visafreiheit. Sie wollen also umsonst reisen können. 3 Millionen türkischstämmige Bürger leben in Deutschland. 5 Millionen Touristen haben wir jedes Jahr. Und für dieses umständlich immer ein Visum bestellen zu müssen. Die wollen also möglichst frei rein. Geht auch nur auf europäischer Ebene. Und dann ist das Wichtigste, dass die Türkei eine Zusage bekommt, wenn sie Auffanglager für Flüchtlinge hat, dass die Kontingente ihr auch abgenommen werden. Jedes Jahr ein paar hunderttausend, die abgenommen werden, sonst bläht ja so ein Lager immer weiter auf. Und das geht auch nur auf europäischer Ebene. Keine besonders komfortable Verhandlungsposition für Berlin und den Rest der Europäischen Union in dieser Problematik. Wolf, danke für diese Auskünfte nach Berlin.